Start Deutsch 2. Modellsatz hören. Dieser Test hat drei Teile. Teil 1. Sie hören 5 Ansagen am Telefon. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Ergänzen Sie die Telefonnotizen. Sie hören jeden Text 2-mal. Beispiel. Guten Tag, Frau Fischer. Hier Autohaus Groß. Ihr Auto ist fertig. Sie können es morgen abholen. Die Werkstatt ist ab 7 Uhr geöffnet. Die Reparatur ist etwas billiger als gedacht. Sie kostet nicht 295, sondern nur 265 Euro. Dann bis morgen. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Fischer. Hier Autohaus Groß. Ihr Auto ist fertig. Sie können es morgen abholen. Die Werkstatt ist ab 7 Uhr geöffnet. Die Reparatur ist etwas billiger als gedacht. Sie kostet nicht 295, sondern nur 265 Euro. Dann bis morgen. Auf Wiederhören. Nummer 1. Guten Tag, Herr Niehaus, Göbel hier. Sie haben Ihren Kalender in meinem Büro liegen lassen. Ich muss jetzt leider aus dem Haus. Ich gebe den Kalender meiner Kollegin, Frau Bahr. Die ist bis 17 Uhr im Haus. Sie finden sie im Zimmer 207. Auf Wiederhören. Guten Tag, Herr Niehaus, Göbel hier. Sie haben Ihren Kalender in meinem Büro liegen lassen. Ich muss jetzt leider aus dem Haus. Ich gebe den Kalender meiner Kollegin, Frau Bahr. Die ist bis 17 Uhr im Haus. Sie finden sie im Zimmer 207. Auf Wiederhören. Nummer 2. Hallo Nana, Dimitri hier. Wir sind doch heute Abend verabredet. Leider muss ich jetzt doch länger arbeiten und kann deshalb heute Abend nicht. Aber passt es dir vielleicht morgen Abend? Ruf mich doch bitte auf dem Handy an. Hallo Nana, Dimitri hier. Wir sind doch heute Abend verabredet. Leider muss ich jetzt doch länger arbeiten und kann deshalb heute Abend nicht. Aber passt es dir vielleicht morgen Abend? Ruf mich doch bitte auf dem Handy an. Nummer 3. Hallo Ingo, hier ist Sascha. Ich habe jetzt Bescheid bekommen wegen unserem Computerkurs. Also, er findet statt am Dienstag um 18 Uhr, natürlich im Computerraum. Aber ich warte dann unten am Eingang auf dich, okay? Hallo Ingo, hier ist Sascha. Ich habe jetzt Bescheid bekommen wegen unserem Computerkurs. Also, er findet statt am Dienstag um 18 Uhr, natürlich im Computerraum. Aber ich warte dann unten am Eingang auf dich, okay?
Nummer 4. Schönen guten Tag, Frau Mahler. Sie wollen morgen Mittag nach Köln. Hier ist Ihre Verbindung. Sie fahren um 11.45 Uhr ab Frankfurt und sind um 14 Uhr in Köln. Der Preis ohne Bahncard beträgt 46 Euro. Schönen guten Tag, Frau Mahler. Sie wollen morgen Mittag nach Köln. Hier ist Ihre Verbindung. Sie fahren um 11.45 Uhr ab Frankfurt und sind um 14 Uhr in Köln. Der Preis ohne Bahncard beträgt 46 Euro. Nummer 5. Gudrun Stock, Firma Keller. Frau Stefanovic, wir wissen, dass Sie Urlaub haben, aber leider ist Frau Müller krank geworden. Können Sie nächste Woche vielleicht an zwei Tagen reinkommen, und zwar am Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag? Rufen Sie mich bitte auf jeden Fall zurück. Gudrun Stock, Firma Keller. Frau Stefanovic, wir wissen, dass Sie Urlaub haben, aber leider ist Frau Müller krank geworden. Können Sie nächste Woche vielleicht an zwei Tagen reinkommen, und zwar am Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag? Rufen Sie mich bitte auf jeden Fall zurück. Teil 2. Sie hören 5 Informationen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem schönen Freitagabend. In wenigen Sekunden ist es 18 Uhr. Sie hören das Zeitzeichen für 18 Uhr. Nummer 6. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk. Nach den 12 Uhr Nachrichten hören Sie wie immer unser Mittagsmagazin mit aktuellen Interviews und viel Musik. Um 15 Uhr folgt Lilliputz, das Kinderprogramm. Heute mit einem Bericht aus dem Frankfurter Zoo. Um 16 Uhr dann Boulevard Europa. Es ist 12 Uhr. Nummer 7. Der Wetterbericht. Heute bleibt es tagsüber weiter schön und trocken bis 25 Grad. Gegen Abend Gewitterneigung. Vor allem im Voralpenland werden starke Gewitter erwartet. Morgen dann nass und mit nur noch 15 Grad deutlich kühler. Die weiteren Aussichten: ab übermorgen wird es wieder wärmer.
Nummer 8. Eine Verkehrsdurchsage. Achtung, Autofahrer auf der Autobahn A2 Karlsruhe-Basel. In der Nähe von Freiburg, fahren Sie langsam. Ein Schwein läuft über die Autobahn. Die Bauarbeiten zwischen Karlsruhe und Bruchsal auf der A5 sind beendet. Hier haben Sie wieder freie Fahrt. Nummer 9. Und jetzt noch ein Geburtstagsgruß. Josef Hallhuber hat heute Geburtstag. Josef wird heute 17 Jahre alt. Alles Gute und viel Glück wünschen dir deine Eltern und Geschwister und natürlich das gesamte Radio Energy Team. Wir hoffen, du feierst schön. Natürlich mit unserer Musik. Nummer 10. Das war ein Lied von unserer CD der Woche. Und nun, wie jeden Morgen um diese Zeit, unser Gewinnspiel. Heute unsere Frage zum Urlaubsbeginn. Wohin reisen die Deutschen am liebsten? Rufen Sie uns an unter 23 23 23 und gewinnen Sie eine Reise für zwei Personen an die Ostsee. Teil 3. Sie hören ein Gespräch. Zu diesem Gespräch gibt es 5 Aufgaben. Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben. Sie hören den Text 2-mal. Beispiel. Ah, herzlich willkommen, Frau Bauer. Schön, dass Sie bei uns ein Praktikum machen. Guten Morgen, mein Name ist Greiner. Ich bin der Chef hier und darf Sie in unserer Firma herzlich begrüßen. Guten Morgen, Herr Greiner. Am besten gehen wir erstmal durchs Haus und ich stelle Ihnen die Kolleginnen und Kollegen vor. Das hier ist mein Büro. Schon mein Großvater, der die Firma aufgebaut hat, arbeitete hier im ersten Stock in diesem Zimmer. Aha. Ah, herzlich willkommen, Frau Bauer. Schön, dass Sie bei uns ein Praktikum machen. Guten Morgen, mein Name ist Greiner. Ich bin der Chef hier und darf Sie in unserer Firma herzlich begrüßen. Guten Morgen, Herr Greiner. Am besten gehen wir erstmal durchs Haus und ich stelle Ihnen die Kolleginnen und Kollegen vor. Das hier ist mein Büro. Schon mein Großvater, der die Firma aufgebaut hat, arbeitete hier im ersten Stock in diesem Zimmer. Aha. Nummer 11, Nummer 12, Nummer 13, Nummer 14 und Nummer 15. Mal sehen, ob Frau Klinger schon da ist. Nein, noch nicht. Sie ist die Leiterin der Exportabteilung. Sie sitzt hier gleich gegenüber von meinem Büro. Normalerweise ist sie um 9 Uhr immer schon da. Ach, da fällt mir ein, sie hat heute einen Arzttermin. Ich kann ja später noch einmal vorbeikommen. Ja, ja. Gehen wir mal runter. So, hier ist erstmal die Teeküche. Kann ich die auch benutzen? Na klar. Kaffee und Tee sind immer da. Sie können sich auch gern etwas hier in den Schrank stellen, wenn Sie möchten. Super. Das hier neben der Teeküche ist übrigens der Kopierraum. Die Sekretärin erklärt Ihnen dann später, wie der Kopierer funktioniert. Ach, der sieht aus wie der im Büro von meiner Mutter. Mit dem komme ich sicher klar.
Umso besser. Huch! Vorsicht! Da steht ja ein kaputter Stuhl herum. Leider ist unser Hausarbeiter schon 2 Tage krank. Er kümmert sich darum, dass hier im Haus alles an seinem Platz ist. Sie finden ihn normalerweise in der Werkstatt. Ja, und wo werde ich arbeiten? Unsere Praktikantinnen haben einen Extraraum im Keller. Der ist neben dem Zimmer von unserem Computerspezialisten, Herrn Schuster. Im Keller? Ja, aber keine Angst. Es ist ein schöner, heller Raum. Nicht so wie das Lager. Das ist auch im Keller und natürlich dunkel. Aber da muss ja niemand den ganzen Tag arbeiten. Wir gehen sofort runter. Dann kann ich Ihnen auch Greiner Junior vorstellen. Er arbeitet nämlich gerade bei Herrn Schuster mit. Greiner Junior? Ja, das ist mein Sohn. Das ist ja ein richtiger Familienbetrieb. Kann man so sagen, ja. Mein Sohn lernt gerade alle Abteilungen kennen. So wie Sie. Seine erste Station ist die Computerabteilung. Aber vorher stelle ich Ihnen noch Frau Schuster, meine Sekretärin, vor. Sie sitzt im Moment nicht bei mir oben, sondern da hinten in Zimmer 2. Ihr Raum wird gerade renoviert. Mal sehen, ob Frau Klinger schon da ist. Nein, noch nicht. Sie ist die Leiterin der Exportabteilung. Sie sitzt hier gleich gegenüber von meinem Büro. Normalerweise ist sie um 9 Uhr immer schon da. Ach, da fällt mir ein, sie hat heute einen Arzttermin. Ich kann ja später noch einmal vorbeikommen. Ja, ja. Gehen wir mal runter. So, hier ist erstmal die Teeküche. Kann ich die auch benutzen? Na klar. Kaffee und Tee sind immer da. Sie können sich auch gern etwas hier in den Schrank stellen, wenn Sie möchten. Super. Das hier neben der Teeküche ist übrigens der Kopierraum. Die Sekretärin erklärt Ihnen dann später, wie der Kopierer funktioniert. Ach, der sieht aus wie der im Büro von meiner Mutter. Mit dem komme ich sicher klar. Umso besser. Huch! Vorsicht! Da steht ja ein kaputter Stuhl herum. Leider ist unser Hausarbeiter schon 2 Tage krank. Er kümmert sich darum, dass hier im Haus alles an seinem Platz ist. Sie finden ihn normalerweise in der Werkstatt. Ja, und wo werde ich arbeiten? Unsere Praktikantinnen haben einen Extraraum im Keller. Der ist neben dem Zimmer von unserem Computerspezialisten, Herrn Schuster. Im Keller? Ja, aber keine Angst. Es ist ein schöner, heller Raum. Nicht so wie das Lager. Das ist auch im Keller und natürlich dunkel. Aber da muss ja niemand den ganzen Tag arbeiten. Wir gehen sofort runter. Dann kann ich Ihnen auch Greiner Junior vorstellen. Er arbeitet nämlich gerade bei Herrn Schuster mit. Greiner Junior? Ja, das ist mein Sohn. Das ist ja ein richtiger Familienbetrieb. Kann man so sagen, ja. Mein Sohn lernt gerade alle Abteilungen kennen. So wie Sie. Seine erste Station ist die Computerabteilung. Aber vorher stelle ich Ihnen noch Frau Schuster, meine Sekretärin, vor. Sie sitzt im Moment nicht bei mir oben, sondern da hinten in Zimmer 2. Ihr Raum wird gerade renoviert. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen.